Winter hat aufgrund dieses Becherwurfs, den er als tätlichen Angriff gewertet hat, entschieden, dieses Spiel abzubrechen. Absolut. Wie geht's Ihnen damit? Furchtbar, entsetzlich. Das ist genau das, was wir in der Halbzeit schon besprochen haben, dass bestimmte Dinge eben nicht gehen. Die gehen einfach nicht und die gehen auch in Zwickau nicht und es wird Konsequenzen haben. Das heißt, Sie verstehen die Entscheidung des Schiedsrichters zu 100%? Also Schutz vor Leib und Leben, das steht an erster Stelle. Und die hat niemand auf irgendjemand einen Becher zu werfen. Mhm. Schon gar nicht auf der Haupttribünenseite her, wo im Wesentlichen unsere Sponsoren sitzen. Mhm.